Ich werde ganz wenig über Corona reden, sehr viel über den historischen Hintergrund und dann immer wieder versuchen, das zu durchbrechen. Ja, ich habe eigentlich sehr viele Folien vorbereitet, aber die meisten werden wir nur so einmal ganz kurz ansprechen, weil wir auch nicht alles brauchen und nachlesen können, Fragen stellen können und so weiter und so fort. Ich beginne mit zwei ganz gemeinen Behauptungen. Behauptung Nummer eins, als Historiker ist das Ganze so. Verschwörungstheorien sind wahrscheinlich heutzutage nur wesentlich sichtbarer. Sie sind wahrscheinlich gar nicht so viel stärker. Klar, Corona war ein Riesenkatalysator und das sehen wir auch alle und das kann man auch messen, dass das mehr geworden ist. Gehen wir aber ins 18., 17., 16. Jahrhundert zurück, ist das ein Normalzustand. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, jetzt ist es immer angesprochen worden mit der Aufklärung und ich verstehe das auch gut, aber das Verschwörungsdenken, so wie wir es heute sehen auf der Straße, ist ein Erbe der Aufklärung auf eine ganz besondere Art und Weise. Und genau das werden wir uns heute genauer anschauen. Zunächst noch einmal ganz kurz zur Einleitung auch, das haben wir alle mitbekommen, noch einmal, ja, es gibt Meldungen vom Verfassungsschutz, es gibt Meldungen von der Frau Schießer, die auch heute da ist und so weiter, ja, sicher, sie ist extremer geworden, aber da müssen wir nur hinausschauen und mit Menschen reden, das wissen wir alle. Die Corona-Krise war ein großer Verstärker von problematischen Entwicklungen, wie sie schon davor da waren. Wir leben in einem Zeitalter des Postfaktischen, da kommen wir auch noch hin. Das hat irgendwann begonnen, das können wir gar nicht so einfach festmachen. Wir leben in einem Zeitalter des Neonationalismus und des Populismus. Und wir leben auch in einem Zeitalter, wo es ganz viele Bewegungen gegeben hat, schon vor der Corona-Krise. Ob das eine Occupy Wall Street-Bewegung ist, Pegida waren, Mahnwachen für den Frieden oder andere Bewegungen. Es gibt ganz, ganz viele verschwörungstheoretische Zirkel. Es hat ganz viele Gruppierungen gegeben, wo dieses Denken schon sehr stark da war. Und gleich zur extremen Seite. Und natürlich diese ganzen Dinge, die wir immer wieder sehen, der große Austausch und so weiter und so fort. Verschwörungstheorien heutzutage sind sehr stark verbunden eben auch mit rechten Extremismus. Ob das nun der Anschlag war von Christchurch, wo nur einen von Brandon Tarrant aus seinem Manifest, das er dann veröffentlicht hat, herausgenommen habe, ob das der Anschlag in Hanau war 2020 oder das 20 Jahre auch an der Sperring Breivik, 10 Jahre an der Sperring Breivik, das finden wir leider sehr stark und das ist auch eine der ganz großen Problematiken, die mit dieser Entwicklung in Zusammenhang steht. Noch einmal, das heißt nicht, dass man jemanden skandalisiert, aber wir sehen, dass diese Verschwörungstheorien, wie wir sie finden, so in etwa schaut es heutzutage aus, das gehen wir überhaupt nicht gemeinsam durch, aber das kennen Sie alle. Eines habe ich da rausgenommen, im März noch hätte man gesagt, die Labortheorie, die muss da unbedingt drauf. Mittlerweile wissen wir, ist gar nicht mehr alles so sicher. Das heißt, es gibt auch Dinge, die sich teilweise verändern. QAnon ist zum Beispiel so, das nehme ich nur heraus. QAnon haben wir, die sich nicht mit dieser Szene beschäftigen, wahrscheinlich gar nicht gewusst, was es ist. Phänomen 2017, 2016 und seitdem ist es da und in der Corona-Krise ist es wahnsinnig angestiegen. Schwieriges Thema, ist gar nicht so richtig eine Verschwörungstheorie, ist vielmehr ein Verschwörungsglaube und so weiter und so fort. Aber das sind verfestigte Formen, die wir haben. Warum ist das Thema überhaupt problematisch? Warum sind Verschwörungstheorien ein Problem? Verschwörungstheorien bedingen einen Vertrauensverlust in etablierte Systeme. Verschwörungstheorien stellen Medien bloß. Sind neue Sichtweisen, es gibt alternative Medien und andere Dinge. Es ist eine Unterminierung von staatlichen Institutionen. Experten werden in Frage gestellt. Sie können mir glauben, es ist zwar nett, und wenn man immer wieder als Experte für Verschwörungstheorien auch eingeladen wird zu Diskussionen und so weiter, das, was danach kommt, ist das, was die Leute dann oft nicht so mitbekommen. Die vielen, vielen Hassmails, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss, ist gar nicht so lustig. Schlussendlich ist es so, wir haben es zu tun mit einem sehr problematischen Gemisch. Es ist ein Vertrauensverlust. Sinnsuche, es ist irgendwo zwischen Fakten und Fiktionen gebunden. Und das ist das, wo wir wieder herauskommen müssen. Jetzt gehen wir tief zurück in die Geschichte. Grundsätzlich ist es so, Verschwörungstheorien sind zunächst einmal eine Antwort auf eine Krise. Das ist ganz häufig und das gehört zum Menschsein in Krisen dazu. Das ist zunächst der Befund, der muss uns überhaupt nicht irritieren. Das ist bei so starken Krisen, 9-11 war so eine Krise, die Französische Revolution war so eine Krise, verschiedenste Dinge, tendieren Menschen dazu zunächst einmal, dass sie einen Sinn brauchen, einen Sinn sehen wollen und hier kann eine Verschwörungstheorie eine Antwort sein unter vielen anderen. Ein Beispiel aus dem 14. Jahrhundert, das war schon ganz, ganz ähnlich, wenn man genau hinschaut. Wir haben hier verschiedenste Verschwörungsgerüchte, wir haben es mit Jüdinnen und Juden zu tun, mit Leprakranken zu tun, wir haben hier schon Muslime und so weiter dabei, es ist Vergiftung der öffentlichen Brunnenkrankheit. Das sind alles Themen, wie sie geblieben sind. Anderes Kleid, anderer Kontext, andere Menschen, sehr, sehr ähnliche Themen.
Wir schauen uns heute viel verdichteter an vom 18. Jahrhundert, gerade von dem Aufklärungsdenken, weil das vor allem eine Form des Verschwörungsdenkens ist, wie wir sie heute immer noch sehen, wo es verschiedenste Gruppen und Gruppierungen gibt, die einfach heutzutage noch sehr stark da sind. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, dann das heranzugehen. Jakob Danner, ein Schweizer Kollege, hat einmal gesagt, wir müssen das alles beginnen im Jahr 1776, weil man da durch einen großen Zufall, was wirklich ein Zufall ist, drei Dinge haben, die aufeinander prallen. Die Gründung der Illuminaten, ganz schlimm. Dann haben wir Adam Smith, der geschrieben hat über die Invisible Hand, und die amerikanische Revolution ist ausgebrochen. Und das ist gerade so, was so ein Zusammentreffen von verschiedensten Dingen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, führt im Verschwörungsdenken, vor allem im Historischen, ganz häufig dazu, dass man sagt, das kann gar kein Zufall sein. Illuminaten sind dann diejenigen, die die amerikanische Revolution, dann die französische, haben aussprechen lassen. Und wenn der schon über die Invisible Hand gesprochen hat und so weiter, ist ganz, ganz viel dann schon da. Und wer waren dann diese Personen? Ohne ins Detail gehen zu wollen, das sind also vor allem drei Personen, die das moderne Verschwörungsdenken sehr stark geprägt haben, in drei unterschiedlichen Sprachen. Der eine war ein Jesuit, Augustin Barruel, der andere war John Robison, der ist in der Mitte, der war ein Professor für Physik. Und der dritte war ein protestantischer Prediger, Johann August Stark. Und das sind tausendseitige Werke, die hinterlassen haben und die sich bis heute werden die wieder gedruckt. Das ist was völlig faszinierend, wie auch diese Werke gelesen werden und rezipiert werden und so weiter und so fort. Und das sind eigentlich diejenigen, die diese Muster, warum viele glauben, dass Freimaurer hinter etwas steckt, dass Illuminaten hinterstecken, dass radikale Philosophen hinterstecken, das sind vor allem diese drei Herrschaften. Eine stelle ich nur etwas genauer vor, gerade auch aus dem Grund, wir haben oft so das Gefühl, Verschwörungstheoretiker ist ja so jemand, der aus der Gesellschaft gefallen ist, kein Bildungszugang gibt es auch, dann gibt es diese berühmte Mär vom 40-jährigen Mann mit Haarausfall, der den Beruf verloren hat und so weiter. John Robison war einer der angesehensten Professoren seiner Zeit mit verschiedensten riesengroßen Netzwerk, hat beigetragen bei der Encyclopædia Britannica, dem wichtigsten Vor-Wikipedia-Werk und so weiter und so fort. Also das ist jetzt jemand auch, James Watt und die Dampfmaschine, das hätte übrigens auch die Robinson'sche Dampfmaschine heißen können. Robinson hat das Patent James Watt überschrieben. Das heißt, wir haben es hier wirklich mit jemandem zu tun, der ist enorm wichtig. Und der kommt dann zu solchen Dingen. Das ist mir jetzt nicht alles durch, das ist nur, damit Sie sehen, das ist auch diese wunderbare Sprache. Übrigens, woran erkennt man einen Verschwörungstheoretiker? Wenn man auf einmal mitten im Satz alles groß schreibt. Es ist leider, man meint es gar nicht, das ist psychologisch. Da gibt es ein paar Studien dazu, auch die Leute, die immer alles unterstreichen, sind immer schon etwas gefährdet. Was hat der gemacht? Schlussendlich, Robison hat ganz viele Quellen zusammengetragen, auch wirklich, und hat dann gesagt, er hat sich angesehen, hat hingesehen und dann hat er auf einmal eine große Vereinigung im Untergrund entdeckt, die alles eigentlich entstehen hat lassen, die irgendwo im Untergrund ist. Es ist alles im Geheimen, wir sind auch immer noch im Geheimen und so weiter und so fort, und das waren für ihn die Illuminaten. Und jetzt gehen wir einmal kurz zurück zur Theorie. Was ist dann eigentlich eine Verschwörungstheorie und wie kommen wir eigentlich zu dieser Annahme, dass John Robison ein Verschwörungstheoretiker war, was er war? Und da haben wir in der Forschung, und das ist mittlerweile sehr bekannt, das sind diese drei Konstanten, die stammen übrigens nicht von Michael Butter, obwohl das immer wieder gesagt wird, sondern von Michael Barkun, einem amerikanischen Religionswissenschaftler. Nichts ist, wie es scheint, es gibt keine Zufälle, alles ist miteinander verbunden. Wenn nichts ist, wie es scheint, dann ist eine offizielle Erzählung, die es so gar nicht gibt, durchaus sehr löchrig und man kann hinter die Kulissen blicken, in den Untergrund blicken und sieht etwas ganz was anderes. Wenn es keine Zufälle gibt, dann ist es eben so, dass alle Dinge, die passieren, eine Ursache-Wirkung, und es ist immer ganz mechanisch durchgezogen und alles ist miteinander verbunden. Das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, das Jahr 1776, und diese Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, werden auf einmal eines. Und das ist ganz, ganz klassisch in Verschwörungstheorien. Übrigens, diese Dynamik sehen wir auf der Straße, wo Dinge mit 5G zusammengedacht werden, mit dem großen Austausch und da und da und da und da. Und das ergibt auf einmal eine Melange an verschiedensten Verschwörungstheorien. Das wird dann zu einer Superverschwörungstheorie. Was kommt hier alles dazu? Das ist dann eher was zum Nachlesen. Das Wichtige ist für Sie und für uns, Verschwörungstheoretiker stellen immer die Frage, wem hat es genützt?
Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch eine große Unterscheidung in dem, wenn man schon das ein bisschen vorgreifen, ist es eine Kritik, ist es eine Verschwörungstheorie, wenn ich von vornherein die Frage stelle, aha, das ist, etwas ist passiert, ich habe hier einen geheimen Zusammenhang gefunden, wem hat das genützt? Dann muss man immer schon ein bisschen aufpassen, in welche Richtung das Ganze jetzt eigentlich geht, weil das eigentlich eine Frage ist, die zunächst gar nicht im Vordergrund stehen sollte, müsste. Das kann man danach noch machen, aber das ist schwierig. Wenn ich bei cui bono dann bei der Corona-Krise genau schaue, kommt man eigentlich drauf, richtig genützt hat es gar nicht so viel. Im ehesten einem Impfkonzern. Und dann ist man schon ein bisschen im Verschwörungsdenken drin. Was kommt noch dazu? Ganz wichtig ist, man unterstellt immer bestimmten mächtigen Menschen, dass sie etwas ganz bewusst gemacht haben. Die Corona-Krise ist ausgebrochen, weil der und der hat sich getroffen, die haben das gemacht. Das ist der Great Reset zum Beispiel. Finden wir wunderbar auf der Straße. Bei der Französischen Revolution ist das Ganze nochmal anders. Wir haben das alle gelernt in der Schule. Warum ist die Französische Revolution ausgebrochen? Ständekrise, da gibt es diese berühmten Dinge, wo der Adelklerus und der dritte Stand, Steuersystemprobleme, Partizipationsmöglichkeiten, Wirtschaftskrisen und in Verschwörungstheorien sagt man, nein, überhaupt nicht. Schuld waren daran radikale Philosophen, Freimaurer und Illuminaten. Und warum das keiner erkennt, ist das, worum Verschwörungstheoretiker immer wieder sagen, es ist unglaublich, das sind die eigentlichen Zusammenhänge. Und das ist eben schwierig genug. In diesen tausendseitigen Schriften noch einmal von Baruel, Robinson und Stark ist es mehrmals durchgekaut worden. Die gehen alle diese Punkte durch und kommen immer zu diesem Schluss, nein, nein, wem hat es eigentlich genützt? Wer ist jetzt an der Macht? Es sind eben die radikalen Jakobiner und die radikalen Jakobiner sind nichts anderes als das, was die radikalen Philosophen gemacht haben. Die haben das von den Freimaurern und die haben das von den Illuminaten. Und so geht das Ganze dann durch. Es gibt noch ein paar mehr Muster. Verschwörungstheorien, da geht es immer um den Begriff der Wahrheit. Das ist auch immer, da müssen immer ein bisschen Alarmglocken läuten, wenn die Leute sagen, aber wahr ist, wie kommt man zu dem? Wie wissen wir überhaupt, was wahr dann ist? Gerade bei der Corona-Krise oder bei anderen Dingen, es ist ja so viel immer noch unbekannt. Und wenn dann irgendwo ein YouTube-Video auftaucht, wo da steht die Wahrheit über den Ausbruch und so weiter und so fort, das ist immer schwierig. Da wird dann auch Karl Hepfer natürlich drüber sprechen, über den philosophischen Zugang zur Wahrheit, das ist auch schwer. Blick hinter den Kulissen haben wir schon gesagt, moralisch verdorbene Akteure auch. Es gibt noch zwei große Prinzipien, die sind gar nicht so leicht zu verstehen. Das eine ist die sogenannte anekdotische Evidenz. Anekdotische Evidenz ist im Gegensatz zu einer anderen Form der Evidenz. Wir reden jetzt immer über Evidenzbasierung. Ganz häufig ist es der Fall, dass die Leute anekdotischer Evidenz nachgehen. Anekdotische Evidenz ist, ich war selbst im Krankenhaus und habe gesehen, da liegen gar nicht so viele. Und wenn ich das gesehen habe und dann das Ganze weiter erzähle, dann verbreitet sich das in Anekdotenform weiter. Und das ist genau diese Schwierigkeit, die wir haben. Es schießt ins Internet, es schießt durch. Und dann passieren verschiedenste Dinge. Das ist übrigens, das sind ganz schwierige Dinge, die haben wir schon im 18. Jahrhundert, das war auch so. Als der Augustin Barruel sein Buch geschrieben hat, hat er über 1000 Anekdoten bekommen von allen möglichen Leuten, die gesagt haben, ich war damals da, das waren wirklich die Illuminaten und so weiter und so fort. Agency Panic, das ist nochmal eine Stufe weiter, das war von Timothy Mallet, das ist auch sehr interessant. Der hat mal festgestellt, das Problem ist, dass viele Menschen wirklich das Gefühl haben, dass sie keine Agency mehr haben, das heißt, dass sie gesteuert werden, dass es eine Macht von oben gibt, die mich zu etwas bringt. Und da kommen wir wieder zur Corona-Krise. Ist ja schwierig, ne? Die Diskussionen über Impfzwang oder nicht. Das ist eine Form von Agency Panic, die man auch verstehen muss und es ist auch klar, warum es hier dann zu solchen Dingen kommt. Ganz einfaches historisches Beispiel, was ich eines der lustigsten und besten finde, Anton Tantner, guter Kollege von der Universität Wien, hat es herausgefunden, als man damals im 18. Jahrhundert versucht hat, Hausnummern einzuführen, hat es die Leute unfassbar aufgeregt, die wollten das nicht. Da gibt es tausende Berichte drüber. Ich wohne nicht in der Nummer 18. Ich möchte auch nicht dort wohnen. Wer legt denn das fest, dass das die Nummer 18 ist? Und da gibt es ganz viele Verschwörungstheorien im Hintergrund. Es ist ganz was Menschliches, es ist ganz was Anthropologisches. Auch da, also nochmal ein Stück weiter, gehen dort schlussendlich bei Verschwörungstheorien darum, dass man eine Art von Geheimnis entdecken will. Man nennt sowas auch stigmatisiertes Wissen. Stigmatisiertes Wissen ist Wissen, das keiner haben soll. Die Geheimdienste haben das vor uns versteckt und so weiter und so fort. Das Gemeine ist natürlich da immer das, ja, Geheimdienste verstecken ja wirklich etwas vor uns, deswegen heißen sie auch Geheimdienste. Ist leider so, aber das ist ganz häufig auch in Verschwörungstheorien, aber die CIA hat ja, haben sie.
Aber das wissen wir gar nicht. Die Problematik ist, es kommt zu einer Etablierung von Wahrheiten. Wir haben eine offizielle Erzählung, die es gar nicht gibt. Das gibt es wirklich gar nicht. Könnte mir einer von Ihnen die offizielle Erzählung über die Corona-Krise sagen? Die gibt es gar nicht. Aber in Verschwörungstheorien wird es so dargestellt. Das ist die offizielle Erzählung und ich habe ganz was anderes gefunden und dann haben wir alternative Wahrheitsentwürfe und das ist eine Problematik, die einfach entstehen kann. Die ist auch historisch sehr klar. Das ist nur der Kontext. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Zeit. Warum eigentlich die Freimaurer? Das dürfen Sie alles nachlesen. Da gehe ich gar nicht weiter drauf ein. Waren einfach bedeutend. Haben eine Riesenrolle gespielt. Das ist dasselbe, warum im Great Reset, warum geht es um Davos? Naja, was wichtige Menschen sind. Steuern die Leute in Davos die ganze Welt sicherlich nicht, aber einen Teil davon immer. Das ist auch dasselbe mit den Bilderberger-Treffen, die ganz häufig in Verschwörungstheorien anzutreffen sind. Treffen sich ja mächtige Menschen hinter verschlossenen Türen? Ja, machen sie. Was dort alles passiert, ist wiederum ganz ein anderes Thema. Das ist nur zu, die sehen das dann, die Freimaurerei, die ist dann verboten worden, es hat Verfolgungen gegeben. Eigentlich waren sie gar nicht mehr so richtig da bei der Französischen Revolution und trotzdem hat man denen das alles in die Schuhe geschoben, noch viel krasser bei den Illuminaten, die eigentlich in beschaulichen Bayern entstanden sind. Viele gehen davon aus, das war nur ein Nachholen von Aufklärung, weil die das einfach nicht hatten. War ja gleich katholisch wie Tirol, wo ich herkomme. Und das ist grundsätzlich auch da so, das war die Illuminaten, die man immer und immer wieder findet, die waren weder wahnsinnig groß, teilweise bedeutend, das ist sehr richtig, aber nie mit einem Einfluss versehen, den man wirklich kennt. Das, was für Sie vielleicht wichtig ist und immer wieder schön ist, der Knigge, denken dann fast alle von den Essensregeln, war einer der wichtigsten Illuminaten. Das heißt, wenn man ehrlicherweise sich an Essensregeln hält, ist man schon in der Kontrolle der Illuminaten. Der hätte das auch so gesehen. Und bei denen ist das auch so. Die waren eigentlich schon 1784, 85 haben die aufgehört zu existieren. Alles, was danach gekommen ist, ein paar Jahre ist es weitergegangen. Eigentlich war alles schon vorbei. Und bis heute finden wir das immer und immer wieder, auch auf der Straße heutzutage. Es ist ein bisschen weniger geworden mit den Illuminaten. Mittlerweile nennt man das die Globalists. Aber damit meint man eigentlich so etwas wie Illuminaten. Das ist ganz, ganz erstaunlich für die historische Forschung, dass so etwas, das kurz existiert hat, kurzzeitig auch mächtig war, aber nur kurzzeitig dann entdeckt wurde, verboten wurde und dann in diesen Verschwörungstheorien aufpuppt. Und was ist dann passiert? Naja, es muss Menschen geben, die das machen. Lange Liste von Menschen, da kamen noch ein paar andere dazu, ist ein Riesennetzwerk, das uns bis nach Wien führt, wo alle verschiedensten, ganz verschiedensten Menschen einfach daran gearbeitet haben, ganz viel immer den Illuminaten in die Schuhe zu schieben. Und das ist das, was wir heutzutage auch finden. Es sind diese Netzwerke unter Verschwörungstheoretikern, die sehr klar vorhanden sind, die kann man auch sehr klar aufdecken. Das sind zwar manchmal Einzelpersonen, haben aber dann meistens keinen großen Einfluss. Häufig ist ein Riesennetzwerk im Untergrund tätig und das war in diesem Fall so und das war auch bei John Robinson so. Warum verbreiten sich solche Werke und warum verbreitet sich das? Naja, bei John Robinson war das so, einer seiner besten Freunde war der damalige britische Außenminister, ein anderer seiner besten Freunde war der Herausgeber der Encyclopædia Britannica und die da in der Mitte waren Mönche im deutschsprachigen Raum, die man erst vor kurzem entdeckt hat, die aber ganz, ganz viel Zeugs zusammengetragen haben. Das heißt, das ist ganz wichtig und das ist übrigens auch ein Punkt, den wir heute sehen. Denken Sie an Xavier Naidoo und so weiter. Darüber kann man lachen. Die Problematik ist aber, wenn berühmte Leute Verschwörungstheorien verbreiten, geht der ganze Verteilerkreis mit. Und das macht es eben so schwierig, darauf auch zu reagieren. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass berühmte Persönlichkeiten auch darauf reagieren. Wir sind alle schon sehr, sehr gespannt in unserer Szene, was das jetzt eigentlich bewirkt, dass Donald Trump sich hingestellt hat vor versammelter Mannschaft und gesagt hat, er impft. Und er will auch, dass sich alle impfen lassen. Da wird man schon sehr gespannt sein, welche Auswirkungen das wirklich hat. Aber das ist normal. Jetzt schauen wir noch ganz schnell, wie hat denn der das gemacht? Und das ist für einen Historiker so wichtig. Und das ist übrigens das, ich weiß, der Herr Hepfer wird noch ganz andere Dinge sagen, deswegen habe ich das aus meinem wieder rausgenommen. Aber ich mache es jetzt mit dem Umgang mit Quellen und mit historischen Quellen. Denn ganz häufig steht es ja überall. Kritik und Verschwörungstheorie, Unterscheidung, die Quellenkritik. Und die meisten Menschen wissen gar nicht, was es eigentlich ist. Da komme ich dann auch nochmal zum Schluss hin. Aber wenn wir schauen, wie John Robinson seine Quellen verwendet hat, dann kommen wir auf ein Prinzip, das ganz häufig vorkommt. Der hat sich mit deutschsprachigen Quellen auseinandergesetzt, Illuminaten Ingolstadt, hat aber gar nicht Deutsch gesprochen. Erstes großes Problem.
Zweites Problem, der hat es halt irgendwie gelesen und gedacht, vielleicht steht es so drin, vielleicht auch nicht. Dadurch hat er alle möglichen Aussagen verfälscht. Und die Riesenproblematik ist, weil das Werk immer und immer wieder aufgelegt wird, geht diese Verfälschung durch die Geschichte durch. Und es ist wahnsinnig schwierig, wenn jemand kommt im Jahr 2021 und sagt, aber John Robison hat ja da schon über die Illuminaten geschrieben. Und da muss man zurück bis ins Jahr 1775 und 76, wo er damit angefangen hat, und dann bis 1797, als das publiziert wurde, und zeigen, ach so, das ist ja alles falsch. Und das ist aber schwierig, weil das gedruckte Buch ist dann da, der ist ja auch Professor für Physik. Ja, genauso Experte in seinem Bereich. Das ist eine schwierige Gemengelage. Ist übrigens so, können Sie gerne mal anschauen, es gibt die wunderbare rechtsextreme Variante von Wikipedia, für mich wunderbar, weil man kann wunderbar Verschwörungstheorien nachlesen. Metapedia, ohne dass ich dafür Werbung machen will, klarerweise, aber Sie können mal den Namen John Robison dort eingeben, da werde nämlich nur ich zitiert. Bin ich gestern draufgekommen beim Zugfahren, ist wirklich sehr spannend, wo steht, großer Gegner von Verschwörungstheorien, hat damals schon gesagt, John Robison, die unterdrückte Seele, habe das und das getan und gesagt, ist völlig witzig und völlig irre. Aber so wird man dann zum Thema bei Metapedia, wollte ich immer schon werden. Ich glaube, bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, die Frau Schießer ist dort auch Thema. Naja, trotzdem, jetzt ist das Buch da, jetzt ist ein Netzwerk da, die nächste Ebene sind natürlich Medien. So wie damals in der Geschichte, so wie heute. John Robisons Buch ist durch alle möglichen Magazine gegangen, die man sich vorstellen kann. Die haben so wunderbare Namen gehabt wie Anti-Jacobin Review. Das waren alles von der britischen Regierung unterstützte Journale. Das ist ein bisschen anders, heutzutage würden wir das nicht mehr so machen, aber das war ganz normal und das ist richtig durchgegangen, bis es dann ganze Gesetze gegeben hat, den sogenannten Unlawful Societies Act, bis heute in Kraft, dann hat es in Preußen ein Gesetz gegeben und in Österreich dann auch. Und dadurch, durch dieses Buch von John Robison, sind Freimaurer und die Illuminaten, teilweise schon früher, dann in Unlawful Societies Act sehr klar sogar verboten worden. Obwohl der, und das ist wirklich faszinierend dann, weil die haben ihn dann gebeten, ob er was dazu schreibt, und der hat dann gesagt, es tut mir leid, dass vieles, was ich im Buch geschrieben habe, entspricht nicht der Realität. Jetzt die Wikipedia ihrer Zeit, ich habe schon mal gesagt, Encyclopedia Britannica, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht gut lesen, deswegen muss ich sagen. Das sind die Quellen, die haben also überall, das gibt es ja immer noch, und die haben immer wieder ihre Quellen angegeben, und das ist der Eintrag Illuminaten, und da ist das Quellen angegeben, einmal das Buch von John Robison, The Proofs of the Conspiracy, und einmal das Buch von Augustin Barriel, Die Memoire pour servir à l'histoire du Jacobinisme. Das heißt, auch da ist es so, das ist viele Jahre dort drin geblieben, wenn die Leute nachschauen, die Geschichte über die Illuminaten, nicht die Verschwörungstheorie, die Geschichte über die Illuminaten, dann finden wir genau diese Quellen wieder. Bis 1867 ist es so geblieben, also doch viele Jahre. Nächste Stufe ist, wenn sie eine Verschwörungstheorie verbreiten muss, jetzt wird es einmal gelesen, jetzt ist es besprochen worden, es sind Gesetze beschlossen worden, jetzt muss das Ganze noch über den Globus sich verteilen. Das war damals schon so, wie es heute ist. Damals hat es wesentlich länger gedauert. Wie ist das Ganze vonstatten gegangen? Ganz viele Auswanderer schon damals, ne, sind sind deutschsprachigen Gebieten in die USA gegangen, haben die Bücher mitgenommen. Und vor allem das Buch von John Robison ist sogar von George Washington extra empfohlen worden. George Washington, also die Figur der amerikanischen Revolution. Vielleicht stimmt es doch mit 1776, wenn man genauer hinschaut, natürlich nicht, aber das sind so Dinge, die sind wirklich passiert. 1798, 99 kennen wir, das nennt sich sogenannte Illuminati Scare, die große Angst vor den Illuminaten in New England. Hat es Illuminaten in New England jemals gegeben? Nein, es war nie jemand dort. Trotzdem haben die Leute überall Illuminaten gesehen, haben sich gegenseitig angezeigt, haben sich gegenseitig angeschwärzt. Denken Sie ein bisschen an die Corona-Krise und die gegenseitige Vernaderei. Das kommt alles schon wieder. Wer waren dann die Leute im amerikanischen Kontext? Jedediah Morse. Kennen Sie vielleicht vom Namen nicht, aber Sie kennen die Morse-Zeichen. Relativ bekannter Mensch. Timothy II., der damalige Präsident der University of Yale. Sehr bekannter Mensch. Snyder war, das war derjenige Auswanderer, der mit George Washington, warum auch immer, zu tun hatte. Und die haben das alles miteinander dann so gemacht, dass das wirklich extrem verteilt wurde. Da hat es viele Kopierungen und so weiter gegeben. Das sind zunächst egal. John Birch Society gibt es immer noch. Das ganze extremer, schräger, sehr rechtsextremer Zirkel. Und
berühmtesten und wichtigsten Figuren, die schauen wir uns noch etwas genauer an, ist Nestor Webster. Der ist deswegen so wichtig, weil sie erstens mal eine Frau ist. Klingt jetzt total doof, aber wir haben immer wieder das, ist eigentlich das Verschwörungsdenken männlich, weil wir so viele Männer immer sehen und die schreien es immer so herum. Das, ja, gar nicht so einfach zu beantworten. Die psychologischen Studien sind sie da nicht so ganz eindeutig, ob es Frauen weniger sind, ob Männer nicht einfach mehr schreien, aber es gibt bestimmte verschwörungstheoretische Themen, wo Frauen wesentlich stärker zum Beispiel sind. Im Endeffekt ist es auch so, dass wir eigentlich mittlerweile wissen, dass in der Impfgegnerschaft Frauen relativ stark repräsentiert sind. In der Geschichte zurück gibt es gar nicht so viele bekannte Verschwörungstheoretikerinnen. Nestor Webster ist eine. Nestor Webster hat verschiedenste Werke vorgelegt, die so wunderbare Titel wie World Revolution tragen oder Secret Societies and Subversive Movements. Und das waren Weltbestseller. Die ist überall besprochen worden. Das hat sie mehrfach verteilt und die gute Dame hat gemeint, dass Adolf Hitler der große Erlöser ist und so weiter und so fort, war in einer faschistischen Organisation, in zwei Parteien, die sie gegründet hat, man sieht, die hat bis 1960 gelebt, von den letzten 40 Lebensjahren weiß man gar nicht mehr, stimmt, von den letzten 20 Lebensjahren weiß man gar nicht mehr so viel, man weiß nur, dass sie mit einem Gewehr hinter ihrer Tür gesessen ist und niemanden reingelassen hat. Schlimm genug. Die war eine wahnsinnig wichtige Figur in dieser Transformation 18. Jahrhundert herein ins 21. Jahrhundert, weil die so stark gelesen worden ist bis heute. Sie müssen schauen, es gibt so ganz berühmte Werke im deutschsprachigen Raum. Jan Odo Hohler, Jan van Helsing, Geheimgesellschaften, das ist ein Klassiker der verschwörungstheoretischen Literatur. Ist auch jetzt wieder in der Corona-Leugner-Szene ein Buch, das gelesen wird, das ganz stark rezipiert wird, basiert fast vollkommen auf Nestor Websters Werk. Und Nestor Webster ist diejenige, die sich bewusst auf John Robison stützt. Das heißt, alles, was die macht, ist eigentlich das, was John Robison gemacht hat im Neuen Kleid. Und die haben so berühmte Sätze und so weiter hineingeschrieben, im Sinne von, ja, ich weiß schon, man nennt mich jetzt Verschwörungstheoretiker, aber das ist alles nicht der Fall. Und das ist eben so Dinge, wo man sieht, das ist ganz erstaunlich, die Dinge, die wir im 18. Jahrhundert haben, gehen in immer neuen Kleid, es ist immer ein neuer historischer Kontext und es geht dann immer sehr stark dorthin. Jetzt schauen wir uns noch ein paar Schlaglichter an, damit wir diesen Bogen haben. Und zwar auch in dem Sinne, wo kommt jetzt eigentlich dieses ganz starke rechte Denken zum Verschwörungsdenken? Und das ist wirklich so, dass es eben auch vorhanden ist. Also eins vorweg, Verschwörungstheorien zeigen uns ja immer sehr neuralgisch und sehr überspitzt die Probleme unserer Gesellschaft sehr klar auf. Wenn die Leute auf die Straße gehen mit Verschwörungstheorien, dass sie sagen, der große Austausch steht bevor, der ist schon durchgeführt, wenn die sagen, 5G macht das und das, dann sehen wir, aha, die Leute haben, da geht es um Strahlengefahr und die Leute denken, okay, da geht es um sowas. Beim großen Austausch geht es um die europäische Identität, beim Great Reset geht es dann wiederum um andere Dinge. Das sind alles Dinge, wo man ein bisschen lesen können. Und das ist Ausdruck eben des sogenannten postfaktischen Zeitalters. Noch einmal, wir wissen nicht, wann es begonnen hat. Wir wissen nur, dass das Wort 2016 das erste Mal so richtig aufgekommen ist. Wenn wir genau hinschauen, hat es wahrscheinlich irgendwann rund um den 11. September begonnen, als sich das erste Mal sogenannte Truth Movements gebildet haben, wie wir bis heute haben. Die Menschen gehen auf die Straße und wollen die Wahrheit über 9/11 wissen. Schwierig genug ist bis heute etwas, poppt jetzt wieder ein bisschen auf durch die 20 Jahre 9/11, aber ist jetzt gar nicht mehr so groß, einfach weil Corona alles überschattet. Ausdruck des postfaktischen Zeitalters. Kellyanne Conway hat immer gesagt, am 20. Jänner 2017 die größte, emphatischste Feier aller Zeiten. Inauguration Donald Trump. Inauguration Barack Obama. Und trotzdem hat er das immer gesagt. Und alle, die was anderes sagen, das sind alternative Fakten. Schwierig, aber die hat es leider genauso damals auf den Punkt gebracht. Jetzt wissen wir alle, Donald Trump ist Geschichte. Was aber geblieben ist, ist das, was wir Rechtspopulismus und populistische Einstellungen finden. Jetzt versuchen wir das Ganze am Ende noch zuzuspitzen. Wir wissen auch, dass wir in einem Zeitalter leben, wo Populismen uns sehr stark im Griff haben, politisch. Ganz egal, ob das jetzt Links- oder Rechtspopulismus ist, eher ist es bei uns in unseren Breitengraden ein sehr stark ausgeprägter Rechtspopulismus. Und wir wissen aus allen Studien über Populismen, dass Verschwörungstheorien eine sehr große Rolle spielen. Was man nicht zu 100% wissen, ist, wie alles zusammenhängt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Parallelen zwischen Verschwörungsdenken und populistischem Denken. Die gehen wir jetzt überhaupt nicht alle durch, das ist zum Nachlesen. Ob es Krisenorientierung ist und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Punkte, die man durchgehen kann und kommt dann immer mehr und mehr drauf. Aha, also einiges
ist Populismus und Verschwörungstheorien, das hat also ein Verhältnis zueinander, das kann man nicht wegreden. Und das ist übrigens auch, das ist die große andere Seite, die macht es auch ganz schwer. Wenn wir genau hinschauen, gibt es im Rhetorischen dann diesen Modus der moralischen Empörung. Und das ist einer, den wir immer und immer wieder jetzt in letzter Zeit beobachten können. Der Opfer-Täter-Diskurs und auch diese komischen Umkehrungen. Sie kennen das jetzt alle, die Leute mit dem eigentlichen Judenstern, wo drin steht, ungeimpft. Sie kennen die Hanna aus Kassel, glaube ich, heißt sie. Und das, diese Gleichstellungen, die wir jetzt haben mit dem Nationalsozialismus, das sind ganz, ganz schwierige Dinge. Die sind deswegen so schwierig, weil man sie sind historisch einfach vollkommen falsch. Und die Leute sind trotzdem davon überzeugt. Das ist dann auch sehr, sehr viel psychologische Arbeit. Wir haben das Problem dieser Heraufbeschwörung des moralischen Siegers. Auf den Punkt gebracht, damals von einem bekannten österreichischen Politiker bei einer Rede während der Corona-Pandemie, wo er ihm gesagt hat, das ist also dieser, sie nennen uns Aluhutträger und sind aber selbst diejenigen mit dem, die, wie hat er gesagt, die Eisenpickel und so weiter der Regierung. Das ist diese Gegenüberstellung von der preußischen Art, an das heranzugehen und der Aluhut. Und das ist ganz, ganz schwierig. Die korrumpierten Eliten, die wir da haben, sie da oben, wir da unten, das sind alle diese Formen des Populismus, wie wir sie in Verschwörungstheorien heutzutage auf der Straße sehen. Ruth Wodak hat es einmal genannt, die kalkulierte Ambivalenz, im Sinne von man spricht dann alle möglichen so Punkte an, lässt da was fallen, lässt da was fallen, lässt da was fallen und dann gibt es auf einmal so eine Gruppe von Verschwörungstheoretikerinnen, die einem vielleicht zuhören. Mein guter Kollege Eriko Bergmann hat es Neonationalismus genannt oder nativistischer Populismus. Das ist an sich im Endeffekt nur eine Form dessen, dass wir sehen, was wiederkommt jetzt in der Corona-Krise, was wir auch damals im 18. Jahrhundert hatten. Das ist eine große Welle eines neuen Nationalismus. Grenzen werden geschlossen, Grenzregime werden aufgefahren, Migration ist ein riesengroßes Thema. Der große Austausch wird zu einer alles entscheidenden und großen Verschwörungstheorie. Und auch Eriko Bergmann hat es eben auf bestimmte Formen gebracht. Es gibt externe Feinde, es gibt Feinde im Staat, es sind die im Staat und es gibt so wahre Verteidiger des echten Volkes. Das ist dann die große Alternative. In Deutschland sogar in einer Partei zusammengefasst, man nennt sie AfD. Das ist wirklich so, dass man das finden. Und das finden wir nicht nur in Österreich, das finden wir über den ganzen Globus gespannt. Und das ist schon eine sehr spannende, gleichzeitig sehr besorgniserregende Entwicklung. Ohne dass ich jetzt vorgreifen will auf Dinge, die noch kommen. Es gibt ja ein paar empirische Studien mittlerweile über, wer sind denn eigentlich diese Querdenkerinnen und was haben die jetzt mit Leuten aus dem 18. Jahrhundert zu tun? Na, schon einige Dinge. Ich nehme nur ein paar Punkte heraus, was ganz wichtig ist, auch im kritischen Denken. Wir haben es mit Verschwörungstheoretikern zu tun, wir haben es mit Elitenkritikern zu tun. Es ist ein Konglomerat an einer Gruppe, wo es ganz schwierig ist, diese Leute an sich einfach nur als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen, ist ganz falsch. Sondern man muss die Gruppen differenzieren. Was wir sehen, ist innerhalb dieser Gruppierungen, ist eben dieser stark ausgeprägte Zusammenhang Verschwörungstheorie-Rechtspopulismus und wir sehen ein ausgeprägtes esoterisches Denken, fast schon okkultistisches Denken. Das ist eine spirituelle Lenkung, die ich selber, jetzt muss ich meine anekdotische Evidenz auspacken, weil wir sie immer sehr schön im vermummten Zustand dann angesehen, die Kurz-Muss-Weg-Demonstrationen, in dem Fall durch Innsbruck. Und war sehr erstaunt, wie viel Anthroposophisches, wie viel an Glaubensinhalten dann eigentlich eine Rolle gespielt hat. Das sind Wurzeln, die ganz klar da sind. Das sind Wurzeln, die wir im 18. Jahrhundert haben. Ich habe schon gesagt, es gibt die Obskuranten. Und das sind diejenigen, die vor allem dieses Politische in den Vordergrund stellen. Und es gibt die Okkultisten, die stellen dieses Religiös-Spirituelle in den Vordergrund. Und das sind eigentlich zwei so Gruppierungen, die finden wir ganz stark. Ganz kurzer Überblick, aber das nur ganz kurz und dann kommen wir schon zum Ende. Zusammenhang zwischen Extremismus, weil wir damit auch begonnen haben, ja, den gibt's. Im Extremismus ist es aber so, und das ist auch der Grund, warum Verschwörungstheorien wirklich gefährlich sein können. Sie sind nicht per se gefährlich, aber sie können wirklich gefährlich sein, ist, weil man sie in extremistischen Gruppierungen einfach sehr stark ausgeprägt finden. Da macht es keinen Unterschied, ob es links oder rechts ist. Wobei wir natürlich zur Zeit in einem Zeitalter sind, wo wir die rechten Gruppierungen wesentlich stärker wahrnehmen und es auch wahrscheinlich wesentlich mehr zum jetzigen Zeitpunkt auch gibt. Ich möchte in einem kurzen Fazit, um den Bogen jetzt zu spannen und auch zum Thema zurückzukommen, was heißt jetzt eigentlich dann historische Kritik noch einmal? Und hier berufe ich mich auf Richard Evans,
Ein wunderbares Buch hat er geschrieben, wird jetzt gerade ins Deutsche übersetzt. Das heißt The Hitler Conspiracies. Das ist deswegen so wunderbar, weil er mal im Nachwort zum Buch dankt, dass ich ihm was zugeschickt habe. Nein, es ist wirklich sehr wunderbar zu lesen. Und der bereitet das ganz wunderbar auf, weil er ihm zeigt diese ganzen Verschwörungstheorien über Adolf Hitler und sein mögliches Überleben, wie sich das auch alles verbindet mit einem Diskurs, den wir heutzutage haben. Kurze Zusammenfassung. Verschwörungstheorien sind immer historische Deutungen. Warum? Aber deshalb ist es auch so wichtig, dass sich auch Historikerinnen damit beschäftigen, weil Verschwörungstheorien immer eine Antwort auf die Frage sind, was ist eigentlich passiert? Sie kommen immer nach einem Ereignis. Und dann wird der Bogen zurückgespannt. Verschwörungstheorien gehen gar nicht so weit in die Zukunft. Das machen sie eigentlich nicht. Sondern das ist immer so ein bisschen Apokalypse, 5 vor 12. Das sagen sie, wenn man jetzt nichts tut, dann. Dann bleiben sie aber stehen. Sie etablieren eben diese alternativen Wahrheiten und sie haben ein extremes mechanisches Denken. Jetzt nochmal zu dem, und das ist ganz interessant, was Richard Evans ist übrigens derjenige, wem das bekannt ist, es war gerade vor kurzem auch ein Film, Richard Evans war der Gutachter bei dem Prozess gegen David Irving, dem sehr bekannten Holocaustleugner, der ja eigentlich in Wien festgenommen wurde und dann auch ins Gefängnis gekommen ist. Und Evans hat ein riesengroßes Buch geschrieben, das da heißt Der Geschichtsfälscher, über den Prozess von Richard Evans. Der hat jahrelang versucht, alles auseinanderzunehmen, was Richard Evans über die Holocaustleugnung vorgebracht hat. Und der Fall ist ja auch so ausgegangen, dass dass David Irving verloren hat und Richard Evans in dem Fall gewonnen hat. Was hat denn der eigentlich gesagt? Es klingt zuerst banal. Great deal of hard work. Was bedeutet das? Alle, die glauben, dass man einfach so über Googlen das herausfinden kann, was passiert ist, ist vollkommen falsch. Ist so. Dann müssen wir schauen, es geht um die direkte Auseinandersetzung mit Quellen. Das ist immer ganz wichtig. Zurzeit sind wir gerade in so einem Zeitalter, wir schmeißen uns die Studien gegenseitig zu und sagen, die Studie sagt das, die Studie sagt das. Eigentlich schaut sich niemand wie die Studie zustande gekommen ist an. Das wäre eigentlich das Zentrale, was man machen muss. Man muss diesen Weg noch einmal zurückgehen. Dann geht es darum, dass man, wenn man sich dann das selber anschaut, es kann sich ja alles verändern. Es geht darum, dass die Vorurteile weniger werden, dass es Konzeptionen gibt, die man selber hat, die eigentlich, wenn man sich dann das Material und die Quellen anschaut, noch einmal vollkommen ändert. Beim Verschwörungstheoretiker ist es genau andersherum. Der sucht eigentlich Gründe, warum seine Verschwörungstheorie stimmt. In gar keiner Öffnung mehr. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das genauer anschaut. Klingt noch einmal, klingt zunächst banal, ist hochschwierig, ist wahnsinnig viel Arbeit, aber das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, wie man herangehen muss. Also nicht einfach auch nur, ich habe mir das angesehen, auch in der Vorbereitung von der Amadeo Antonio Stiftung. Ist wunderbar, was die machen. Es ist vielleicht aber zu wenig, wenn man sich das anschaut, wie die versuchen, das zu unterscheiden. Das ist Kritik, das ist Verschwörungstheorie. Der Punkt zum Beispiel, wenn man an den Grundfesten der Demokratie rüttelt, dann sagen die, das ist keine Kritik mehr, sondern Verschwörungstheorie. Gibt es auch verschiedenste andere Ansichten, wo man sagen müsste, stimmt so nicht. Und andere Formen. Also eigentlich geht es für mich sehr klar darum, nicht nur die Studien herumzuschmeißen, sondern schauen, wie ist denn die Studie zur Studie geworden, was sind denn die Daten, was wissen wir. Und auch dieses zugeben können, dass wir bestimmte Dinge einfach nicht wissen. Das Problem von Verschwörungstheorien ist wie immer, sie haben bereits die Antwort auf alle unsere Fragen. Und das Fazit ist dann immer, schuld sind ja nicht wir, weil wir sind ja die Guten, sondern schuld sind die anderen dort draußen. Und das ist ganz schwierig bei dem Thema. Und damit leite ich aber dann zum Karl Hepfer über, weil das habe ich von ihm geklaut, ohne dass ich ihn jetzt zitiert habe, obwohl es in Anführungszeichen gesetzt habe. Das sind die Gründe des Vertrauens. Verschwörungstheorien, das ist auch mein letzter Satz, und das ist das einzige sehr Positive daran. Sie fordern uns dazu heraus, auch unsere Gründe des Vertrauens, die wir in bestimmte Institutionen haben, die wir in Wissenschaft haben und so weiter, zumindest einmal zu hinterfragen. Und das wäre mir das Wichtigste und vielleicht würde das zu einer Entschärfung des ganzen Diskurs beitragen, einfach selber nachdenken, selber nachprüfen und dann erst sich äußern. Und die Gründe des Vertrauens noch einmal ganz klar zu prüfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Oberhauser, für diesen Einblick in die Historie der Verschwörungstheorien von der Vergangenheit bis zur Gegenwart, seit wann es Verschwörungstheorien in etwa gibt. Eigentlich schon sehr lange, was Verschwörungstheorien sind und auch dieser Zusammenhang mit Populismus und vor allem auch mit
Rechtspopulismus. Mhm. Ich leite jetzt gleich mal zur Fragerunde über. Ganz zum Schluss ist mir die Idee gekommen, eigentlich ist auch die Klimakrise möglicherweise eine Verschwörungstheorie, weil diese 5 vor 12 Appelliererei passt in dieses Schema. Was halt nicht reinfällt, sind die Rechtsextremisten und die, gut, Esoteriker sind aber bei der Klimakrise schon wieder dabei. Was sagen Sie zu dem Thema? Dass die Klimakrise eine große Rolle in Verschwörungstheorien spielt, kann man sie gar nicht, das ist da. Aber das Ding ist, dass Sie haben das vielleicht, weit ob Sie es ja gelesen haben, wir haben so ein wunderbares Papier geschrieben, kompakt, das können Sie auch runterladen, wo wir so versucht haben zu erklären, eigentlich die ganzen Rollen von Verschwörungstheorien und so weiter und so fort. Man kann auch bewusst verschiedenste Dinge in so einen Modus des verschwörungstheoretischen Denkens bringen, damit Dinge auch irgendwo eine mediale Agenda haben. Das ist schon eine bewusste Verwendung, dass man dieses Apokalyptische nimmt und so weiter und so fort. Man muss es auch machen, sonst wird es gar nicht zum Thema. Ob das jetzt eine Verschwörungstheorie ist, würde ich sagen, nein. Ganz und gar nicht, weil das auch überhaupt nicht das Ziel ist, aber es ist auf jeden Fall das Ziel da, dass darüber gesprochen wird und so weiter und so fort. Und da müssen wir das auch machen. Da müssen wir dann auch die Akteure reduzieren auf ein paar wenige. Wir müssen eben sagen, es steht eine große Katastrophe bevor. Es sind Gruppierungen im Hintergrund, die auch im Hintergrund sind. Und das sind einfach, ja. Aber es ist keine Verschwörungstheorie in dem Sinne. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz richtig rübergekommen. Also ich glaube auch nicht, dass es eine Verschwörungstheorie ist. Ich wollte damit nur sagen, die Klimabewegung hat Elemente von Verschwörungsbewegungen. Ja, ja. Klar. Ich habe 3 kurze Punkte. Ich hoffe, es wird nicht zu lang, dann nicht bremsen. Der erste Punkt ist zur Begrifflichkeit. Also einer der Historiker, die quasi das Thema wiederentdeckt haben, war einer der ersten Mal Wolfgang Wippermann. Und der spricht bewusst von Verschwörungsideologien, nicht Theorien, in Abgrenzung von wissenschaftlichen Theorien. Wir haben jetzt die unterschiedlichen Begriffe jetzt auch kreuz und quer auch in der Einladung verwendet. Also vielleicht dazu einen kurzen Kommentar. Der zweite Punkt, selbst als Historiker zum Thema Zufall. Also ich glaube, dass es sehr wohl einen Kontext gibt zwischen Adam Smith, den Illuminaten und der amerikanischen Revolution. Es geht immer ums Framing, würde man heute sagen, oder früher hat man Kontext oder Kontextualisierung gesagt. Und da ist halt die Realität komplexer, als wir es Verschwörungsideologen darstellen, wo es ja immer um die Vereinfachung geht, um die einfachen Antworten auf komplizierte oder komplexe Dinge. Und da sind wir ja auch bei einer wesentlichen Funktion, die Sie ja sehr gut beschrieben haben. Also auch mit dem Zufall habe ich ein bisschen ein Problem. So, also ich finde, man muss auch diesem Zufall ein bisschen entgegentreten. Und der dritte Aspekt ist, einfache Antworten etc. ist eine der Funktionen. Ich glaube aber, es gibt sehr wohl einen intentionalen Aspekt auch. Und was soll sich auch nicht fürchten vor der Frage, wem nutzt es? Also bei den Protokollen der Weisen von Zion, beim Reichstagsbrand etc. Die ja teilweise Verschwörungsaspekte beinhalten, diese Ereignisse, gibt es ja wohl auch eine Intention dahinter. Und ich glaube, insgesamt, man soll sich vor gewissen Fragen auch nicht fürchten und sie offensiv mit aller Faktenbasiertheit auch angehen. Also, warum soll man sich fürchten vor einer Frage von oben, unten, Eliten, wem nutzt, also etc.? Also, da keine falsche Scheu, denke ich auch, und keine zu defensive Haltung im Umgang. Beim dritten gebe ich Ihnen vollkommen recht, das sehe ich ganz klar. Das Problem ist nur bei dieser Frage, wem nützt es? Man darf nicht zunächst damit beginnen, man muss jetzt zunächst einmal schauen, wie sind die Fakten und so weiter. Und dann kann man die Frage ja immer noch stellen. 9-11 ist ja auch so ein Ding. Nicht? Können wir letztgültig sagen, dass 9-11 in dieser Form, so wie wir es wissen, so stark gefunden hat, können wir nicht, weil es verschiedenste Dinge gibt, die wir gar nicht wissen, noch wissen dürfen. Da muss man auch die Frage stellen, wem hat es genützt. Andererseits wissen wir, dass dann der Irakkrieg oder das, was dann gekommen ist, auch auf dieser Lüge leider passiert, dass die Weapons of Mass Destruction in dieser Form gar nicht da waren. Das heißt, diese Dinge gibt es, das ist klar. Ja, das stimmt. Natürlich sind diese 3 Dinge, wenn man sie in den historischen Kontext sieht, treffen die 3 aufeinander. 1776, das stimmt. Ja. Aber nicht in Form einer Verschwörungstheorie, sondern einfach in Form dessen, das ist das, was man historische Kontextualisierung nennen muss, darf, kann, soll. Bin ich sehr dafür. Ja, stimmt. Es ist auch genau das, was ich gemeint habe. Das 18. Jahrhundert, das so aufgeklärte 18. Jahrhundert, die Gegenseite der Aufklärung ist nicht die Gegenaufklärung, sondern es ist der Kampf um den Begriff, was heißt Aufklärung und die verschiedenen Aufklärungen. John Robinson als Naturphilosoph und so weiter, der hätte sich selber als Aufklärer verstanden.
Und das sind immer so diese Punkte, das ist gar nicht so einfach. Da muss man aufpassen, wie man dieser Form an das herangeht und dass es hier Intentionen und so weiter gibt. Das ist auch alles klar. Der Begriff ist spannend. Warum ist das so spannend? Das ist eine Debatte, die wir nur im deutschsprachigen Raum führen. In Frankreich heißt das Ding Theorie du Complot, im englischsprachigen Raum heißt es Conspiracy Theory und im deutschsprachigen Raum, wahrscheinlich sind wir durch unser wissenschaftliches Bild so stark geprägt, dass wir das nicht zulassen können. Schwierig. Wir kennen den Begriff Verschwörungsideologe von Wolfgang Wippermann, wir kennen den genauso von Armin Pfahl Drogbeer, wir kennen mittlerweile den Begriff Verschwörungserzählung, der ist ein bisschen schwammig, dann kennen wir den Begriff Verschwörungsmythos. Und wir kennen den Begriff Verschwörungstheorie. Letztgültig zu sagen, welcher Begriff richtig ist, ist ganz schwierig. Der Begriff Verschwörungstheorie ist derjenige, der der älteste ist, den wir seit dem 19. Jahrhundert können und der seit dem 19. Jahrhundert im Einsatz ist. Es spricht viel dafür, dass man ihn immer in Anführungszeichen setzt. Es spricht nicht so viel dafür, den Begriff Verschwörungsideologie an sich zu verwenden, statt Verschwörungstheorie. Meine Verschwörungsideologie würde für mich immer bedeuten, dass es auch eine Ideologie braucht. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich sage, in Ungarn mit der George Soros Verschwörungstheorie, die es nun mal gibt, die Staatsdoktrin geworden ist, das ist für mich eine Verschwörungsideologie. Hier wird ganz klar eine Verschwörungstheorie von oben verbreitet, die Leute glauben zu 50% dran, sagen die letzten quantitativen Untersuchungen. Da würde ich sagen, das passt. Wenn ich bewusst das politisch als Waffe einsetze, da passt der Begriff wunderbar. Ansonsten ist es ein bisschen schwierig. Verschwörungsmythos finde ich noch viel schwieriger und Verschwörungserzählung ist ganz, ganz schwammig. Also ich berufe mich immer hier auf Karl Popper, dann doch einer der einzigen war, der sich damit beschäftigt hat, in zwei Werken. Einmal das berühmte Werk Die offene Gesellschaft und ihre Feinde und das andere heißt Conjectures and Refutations. Der hat immer gesagt, das ist die Verschwörungstheorie der Gesellschaft. Wo es darum geht, das ist eine Theorie, die wir gebildet haben, über das wie Gesellschaft funktioniert. Und da hat er das immer angesprochen und das ist für ihn dann eine Verschwörungstheorie, wenn wir sagen, Gesellschaft funktioniert so, dass alles immer nur eine Verschwörung war, eine Abfolge von Verschwörungen. Aber ist ein Punkt, das ist immer so lustig, wenn man auf internationalen Tagungen ist, das verstehen die nicht. Weil im englischsprachigen Raum, das heißt Conspiracy Theory, das ist ein fix gesetzter Begriff, da sagt man nichts anderes. Conspiracy Myth kann man verwenden, aber das bedeutet, dass man es zu tun hat, zum Beispiel Antisemitismus ist ein Conspiracy Myth. Das ist stark da, das ist schon sehr lange da, das ist tradiert worden und dann sagt man immer, und wenn man dann zum Beispiel jetzt antisemitische Äußerungen hat, dann wäre das jetzt eine Verschwörungstheorie zu einem bestimmten Zeitpunkt, der aufbaut auf einem Verschwörungsmythos. Aber es ist, ja, das Problem ist hier, ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch was Wippermann gesagt hat, im Sinne von, aber Theorie heißt immer Wissenschaftlichkeit. Theorie heißt aber immer auch Komplexitätsreduktion. Und das machen Verschwörungstheorien auch. Also es ist schwierig. Da gibt es leider nicht die Antwort, wo ich sagen kann, der Begriff ist richtig, der Begriff ist ganz falsch. Das bleibt so. Das Interessante ist so, das war ganz erstaunlich zu sehen, begonnen hat es in der Corona-Krise mit Verschwörungstheorien, dann ist es einmal Verschwörungserzählung geworden, jetzt sind wir so ein bisschen beim Verschwörungsmythos hängen geblieben. Ich finde es einerseits spannend, das ist mir aufgepoppt zum ersten Mal, also wie Sie das jetzt gebracht haben, dass man bei Verschwörungstheorien sozusagen die cui bono Kugel drinnen findet. Ich habe das eigentlich immer umgedreht. Ich habe immer, um eine Verschwörungstheorie als solche zu entlarven, mir angeschaut, cui bono. Mhm. Und dann war ich eigentlich relativ schnell einmal, oder kann man sehr schnell einmal schauen, aha, woher kommt und wem nutzt die Verschwörungstheorie. Aber dass auch in der Verschwörungstheorie das cui bono steckt, ist natürlich ein Punkt, den ihm bisher eigentlich, der mir gar nicht so aufgefallen ist. Dafür danke. Kurze Anmerkung noch vielleicht, die Nähe zum Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, was auch immer, würde ich sehen, werde aber wahrscheinlich den Vortrag sprengen, ist, hängt ganz stark damit zusammen, dass der Nationalsozialismus meiner Meinung nach das Regime im 20. Jahrhundert war, das Verschwörungstheorien und Fake News zum Prinzip erklärt hat. Angefangen vom Reichstagsbrand oder Überfall auf Sender Gleiwitz bis hin zu Mythen über Bombennacht in Dresden, was auch immer. Die Nationalsozialisten haben Fake News verknüpft mit Verschwörungstheorien zu ihrem medialen Instrument erklärt. Und das ist insofern wirklich, das kann man auch noch 45 weiter schauen, auch bei österreichischen Proponenten, jemand, der wie Jörg Haider groß geworden ist in dieser Sozialisierung. Hier tradiert sich die Nähe von Verschwörungstheorien und Fake News
als Instrument von Rechtsradikalismus bis in die Gegenwart weiter, insbesondere im deutschsprachigen Raum. Das stimmt. Ich habe nur eine Anmerkung anschließend. Die cui bono-Frage halte ich auch für wichtig. Ich glaube aber, dass ein Unterschied besteht dazwischen, ob man das personalisiert, oder das wäre so ein bisschen die Frage, ob man das personalisiert, tatsächlich im Sinn von Bill Gates, oder ob man die cui bono-Frage strukturell stellt. Und das wäre nämlich Kapital zum Beispiel, oder kapitalistische, also Kapitalfraktionen, ja, die profitieren. Das ist, glaube ich, schon relevant. Und das wollte ich auch noch ein bisschen kritische Anmerkung zu dieser, glaube ich nicht, dass es so aufrechterhalten würden, aber wir sind über die Frage ein bisschen drüber gegangen, Linkspopulismus, Rechtspopulismus, Linksextremismus, Rechtsextremismus, dahinter steckt keine Verschwörungstheorie, sondern eine liberale Ideologie, nämlich die Hufeisentheorie oder so, das Hufeisendenken. Es würde ich genau als Unterschied und vielleicht als Unterschied zwischen verschwörungstheoretischem Denken und kritischer Auseinandersetzung, die in der Volksbildung relevant ist, sehen, dass man sie eben selbst bei links, also sagen wir, in linksradikalen Gruppierungen die Gewalt mit einschließen, mit strukturellen Fragen auseinandersetzt und bei rechtsextremen Bewegungen, die auch Gewalt einschließen, immer nur diese Personalisierung ganz stark drin hat und Vereinfachungen. Das ist also ein bisschen gegen die Hufeisentheorie gerichtete Anmerkung. Genau. Die Hufeisentheorie ist so und so mittlerweile ziemlich obsolet. Also wird jetzt von Politikwissenschaftlern in dieser Form, gerade durch das, was man jetzt alles so sieht, gar nicht mehr vertreten. Weil es keinen großen Sinn macht, weil es einfach nicht stimmt. Es sind zwei extreme Pole, die ähnlich sind, aber überhaupt nicht gleich. Und das mit der, ja, das mit dieser Personalisierung, das ist ganz zentral. Danke für den großartigen Vortrag. Frage, was wäre von dir so die unmittelbare Forderung, die du stellen würdest jetzt so an die Gesellschaft als Gegenmaßnahme? Kurzfristig auch. Das ist ganz lustig. Die Frage bekommt man dann immer. Kommt immer im März, hätte ich gesagt, einfach mal Social Media abdrehen. Das funktioniert. Ja. Einsperren, nicht mehr mit Leuten reden, hat auch mal kurzzeitig funktioniert. Das ist dann das ist vom Grimm von der Universität Wien so schön genannt worden. Das ist dann diese Höhlenkompetenz. Das ist ganz wichtig. Ja, ich wollte es nie, aber ich habe mir auch einen Netflix-Account im März zugelegt. Funktioniert. Die Forderung ist die, einerseits, Schwarz-Weiß-Denken, das man Verschwörungstheoretikern vorwirft, darf man nicht selber umsetzen. Das ist ganz zentral und wichtig, dass man auch ganz stark sehen, das ist auch medial ein Vorwurf, der ist nach wie vor da. Wir können diese Linien nicht so ziehen, wir können nicht so einfach sagen, du bist Verschwörungstheoretiker, mit dir spreche ich nicht mehr. Dann wird es ganz fatal. Das darf auch nicht so sein. Eine Demokratie muss ein gesundes Maß an anderen Meinungen auch vertragen. Erst wenn sie radikal werden und extrem werden, wird es ein Problem. Davor ist es völlig egal. Das ist sehr wichtig. Das andere ist, das haben vielleicht viele auch von Ihnen mitbekommen, umso mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, umso stärker kommt man in den Strudel selber hinein. Jede Woche unbedingt ein Reset bei den Google-Einstellungen machen. Dann ist die Filterbubble wieder offen. Wirklich. Also mir geht es ja selber so, ich habe dann auch irgendwann aufgehört, das ist ganz wichtig, dass man dann wieder rauskommt. Und das andere ist, was man schon machen sollte, da plädiere ich immer drauf, nicht einfach immer nur die vermittelte Meinung über Verschwörungstheorien lesen, sondern wirklich direkt auch mal das anschauen, was die Leute sagen. Das ist ganz wichtig, weil dann kommt man drauf, dass die Deutung über das, was manche als Verschwörungstheorie bezeichnen, eigentlich wiederum eine extreme Interpretation ist von Dingen, die vielleicht gar nicht so sind. Das ist ganz wichtig, sich darauf einzulassen. Man kann es vollkommen ablehnen, das ist teilweise auch vollkommen richtig, aber man muss sich damit auskennen. Wenn man Verschwörungstheoretiker funktionieren durchaus auch so, dass wenn die merken, dass man selber nur so ein bisschen Larifari-Meinungen darüber hat, dann wird das Ganze ganz ein erbostes Gespräch. Das sollte in dieser Form nicht sein. Also direkt damit auskennen und dann erst diskutieren und sonst das Thema überhaupt meiden. Frage zur Evidenzbasierung. Die Vielfalt an verschiedenen Quellen. Lässt sich das runterbrechen, also die verschiedenen Infos so darstellen, dass es niederschwellig wird? Umgang mit der Flut an Quellen, wo man ja selbst bei medizinischen Journals wiederum auf die Quellen achten müsste und so weiter.
Das ist die große Krux, dass wir teilweise das gar nicht verstehen können. Das ist die große Aufgabe der Wissenschaftskommunikation, diese Dinge so darstellen zu können, dass es so gut wie möglich viele Menschen verstehen. Es ist mittlerweile Usus, dass das Quellenmaterial, das Datenmaterial durchaus mitgeliefert wird. Also der sich damit auskennt, kann das selber nachrechnen. Aber das ist schwierig genug, das sind teilweise hochspezielle statistische Verfahren, die man eigentlich so nicht kann. Das ist die große Schwierigkeit dran. Aber das wäre ein Schlüssel, wäre dann schon das, dass man das so präsentieren kann, so ideologiefrei wie möglich, dass man versteht, was hat man da jetzt gemacht, warum ist das Ganze so und so weiter und so fort. Aber das haben wir alle gelernt. Vom März, als das Ganze begonnen hat, bis jetzt, dass man da ganz viel Aufholbedarf einfach hat. Und das ist auch schwierig. Und mit Statistik kann man unfassbar viel falsch machen. Ja, vielen Dank. Ich meine, an der Stelle möchte ich noch kurz Mimi Kammer erwähnen. Die schauen da auch nochmal drauf, das auch von Safer Internet empfohlen und auch von Ingrid Brodnik. Also hier ist auf jeden Fall auch eine gute Seite, um noch einmal der Sache auf den Grund zu gehen. Ich bedanke mich sehr herzlich für diesen spannenden Vortrag. Applaus